Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Veloka. Ich möchte heute euch den Zollernalb Campingplatz vorstellen in Hechingen. Der ist quasi in meiner Heimat. Wir wohnen also eine Ortschaft weiter und ja, quasi direkt vor der Haustür. Es ist ein ganz kleiner, besinnlicher Campingplatz. Hat Besonderheit, dass er hier noch so Übernachtungsfässer hat. Die schauen wir gleich noch mit an. Und hier vorne stehe ich jetzt vor einer Schranke, also hier wird man dann empfangen. Also der Campingplatz selber ist inhabergeführt. Und zwar habe ich jetzt gerade hier eine Karte rausgenommen. Und zwar ist es die Familie Klingler, also Klingler Senior. Das habe ich vorhin auch den Junior noch kennenlernen dürfen. Also eine sehr freundliche, angenehme Familie. Und die betreiben hier diesen Campingplatz. Sind selber natürlich auch Camper, sonst fängt man sowas natürlich nicht an. Und entsprechend hat man auch den eigenen Bedarf, dass der Platz ordentlich gepflegt ist. Also ich habe jetzt noch keine Stelle gefunden, bis auf den Fahrwege, wo jetzt keine Wiese ist. Selbst jetzt, wo es so viel geregnet hat, ist auch immer gut gepflegt, sind keine matschigen Stellen oder sowas. Dann hat der Herr Klingler vorhin gesagt, das ist sein Ansporn, dass der Platz immer ordentlich ist. Er ist 72 Jahre alt, das sieht man ihm gar nicht an, aber er kümmert sich hier mit Leib und Seele um den Platz. Das Schöne ist, man hat hier auch Platz für große Wohnwagen, wie man sieht. Also unser steht hier vorne direkt an der Schranke. Und dann hat man hier wirklich einen ruhigen, kleinen Campingplatz. Also hinten sind Dauercamper, das sieht man doch gleich immer, dass sie ein bisschen länger stehen, wie sie eingerichtet sind. Und genau, da kann man es sich doch gut gehen lassen. Jetzt schauen wir doch hier einmal nach rechts rum. Dann sieht man hier schon direkt so eine Frischwasserstelle. Und wenn man jetzt hier runter schaut, dann ist da unten der Spülraum und die Toiletten. Und weiter oben sind dann die Duschen. Gut, dann laufen wir jetzt einmal zu den Toiletten. Man findet gleich die Herrentoilette und die Damentoilette. Und wenn man dann eine Tür weitergeht, kommt man in den Spülraum. So, ja, da ist der Spülraum. Also man sieht, es ist wirklich alles sauber. Toiletten filme ich euch jetzt nicht, aber ihr könnt es mir glauben, die sind wirklich alle sauber. Und hier hinten gibt es nochmal Waschmaschine und Trockner, wo man dann nutzen kann gegen Gebühr. Muss man Bescheid sagen, dann kommt der Herr Klingler und macht einem hier sehr gerne auf. Ja, also alles so wie sein soll. Ja, in Zeiten von Corona findet man immer auch Desinfektionsmittel und Hinweise. Das gehört vielleicht jetzt einfach in Zukunft mit dazu. Gut, hier oben über diese kleine Brücke, da laufen wir jetzt gleich hoch, kommt man dann zu den Duschen. Also dann gehen wir hier über das kleine Brückle. Und da steht schon Duschen. Und ich habe mich gerade schon davon überzeugt, die Damendusche ist unbesetzt, darum darf ich jetzt hier auch reingehen. Also in den Waschraum. Ja, wieder schön ordentlich, alles sauber. Und dann gibt es eben auch diese Regenduschen. Und was besonders schön zu erwähnen ist, es kostet kein Geld extra das Duschen. Also das ist ein Preis mit inbegriffen. Also kein Münzautomat, wo man nochmal dann sich besonders hetzen muss. Und hier drüben der Herrenbereich, eben auch die Waschbecken und die Duschen, eine andere Farbe und aber auch mit den Regenduschen. Sehr schön. Also hier, da sieht man einfach, wenn der Inhaber auf dem Platz ist, dann hat er natürlich auch den Anspruch, dass alles ordentlich ist. Ja, zum Campen gehört natürlich auch das Wohnmobil mit dazu. Also hier ist es so, dass es einen Stellplatz für Wohnmobile gibt. Der befindet sich also im vorderen Bereich vom Campingplatz auf dieser geschotteten Fläche. Und ich stehe jetzt hier gerade an der Entsorgungsstation und Versorgungsstation. Also hier kann man dann einfach den Abwassertank ablassen und auch wieder Frischwasser zapfen. Also das ist auch schön, wenn man dann einfach mal mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Einen kurzen Zwischenstopp macht, dann kann man hier anhalten.
So, ich gehe jetzt noch kurz hier vorne an die Stromversorgungsstation von dem Wohnmobilplatz. Also schön ist, die können hier auch unabhängig ankommen. Also die müssen jetzt nicht auf den Campingplatz selber und können sich dann hier entsprechend mit Strom und Wasser versorgen, das Abwasser wieder ablassen. Also ein kleines bisschen Unabhängigkeit. Also hier ist die Stromversorgung, wo man dann eben den Platz auswählt, wo man sich hinstellt und dann den Strom nimmt an den anderen. Und was ich jetzt auch noch gerade gefragt habe, alle Stellplätze sind mit 16 Ampere abgesichert. Also das ist auch, wisst ihr selber, da achte ich auch immer sehr drauf. Also da sind wir auch, ist das auch alles safe. Ja, so, jetzt sind wir hier hinten auf dem hinteren Teil vom Campingplatz. Da sind so Schlaf-Campingfässer. Die sehen noch richtig neu aus. Ich glaube, die stehen noch nicht so lange. Die sind jetzt seit einem Jahr hier. Genau, also da lässt sich es bestimmt drin aushalten. Jetzt gehen wir mal in eins rein. Vielleicht ist es ja immer mal die Alternative für mich, wenn der Wohnwagen dann, wenn ich keine Lust mehr habe, den Wohnwagen zu ziehen. Also dann laufen wir mal in das Fass hinein. Das sieht so aus, dass man hier drin schlafen kann. Also einmal hat man hier oben den Schlafboden. Bei Buchung kommen hier Spannbettlaken drauf, also einen Schlafsack muss man selber noch mitbringen. Dann hat man hier eine Infrarotheizung, dass es auch bei kalten Tagen man nicht frieren muss. Und hier vorne dran dann der Tisch zum Festspannen. Und den kann man dann einfach auch hier wieder reinschieben, dann ist der versorgt. Und dann gibt es diesen Hocker, dass man reinkommt. Man kann es hier noch links und rechts aufklappen, dann kann man da unten auch nochmal schlafen. Also da können gut 4 Personen drin schlafen. Genau. Also sehr gemütlich, gefällt mir. Und es riecht schön. Also mir gefällt es einfach. Holz ist einfach so ein Naturprodukt. Das lebt, das riecht gut, das arbeitet, da knackt es vielleicht auch mal was. Also mir gefällt sowas einfach wahnsinnig gut. Und jetzt kommt, warum er den Zollern Albkreis so kennt, und zwar. Wenn man hier morgen aufsteht, hat man direkt den Blick auf die Burg Hohenzollern. Da links sieht man noch die Stiftkirche von Hechingen. Und dann kann man hier am Morgen schon direkt gut in den Tag starten. So. Wenn man jetzt hier rechts den Berg hochschaut, da oben ist ein Golfplatz. Nebendran ist eine Tennisanlage. Auf der Fahrt hierher, da fährt man direkt, also quasi 100 Meter weiter, ist ein sehr schöner Minigolfplatz, und 100 Meter in die andere Richtung ist dann das Hallenbad mit dem Freibad dran. Also hier hat man wirklich alles, was man braucht. Die Stellplätze selber haben jetzt keinen Wasseranschluss, aber wie gesagt, die Wasserstelle habe ich ja gezeigt am Waschhaus, und dann kann man es sich hier wirklich gut gehen lassen. Also alle haben Strom, und es gibt ein paar Dauercamper, aber auch natürlich die Freizeit- oder die Reisetouristen. Dann hat das Ganze noch vorne dran eine kleine Gaststätte. Ist auch vom Inhaber betrieben. Ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona leider lange zu gewesen. Jetzt geht es hoffentlich bald wieder los. Und dann kann das hier ein richtig schöner Urlaub werden. Wenn man dann noch essen gehen kann, dann ist man da auch gut versorgt. Ja, also. Es ist schön, dass eine Stadt sowas hat, muss man auch sagen. Dann kommen auch die Touristen mal mit dem Wohnmobil, mit dem Wohnwagen mit dazu. Und dann, also es tut ja auch der Stadt gut, einfach sowas zu haben. Ja, in diesem Sinne bleibt mir gar nicht so viel zu sagen. Nochmal vielen Dank, dass ich hierher kommen durfte und meine Videos drehen durfte. Und es freut mich einfach, dass ich jetzt den Campingplatz hier in der Heimat in der Nachbarstadt einfach vorstellen durfte, und werde garantiert gerne mal wieder hierher kommen und kann es wirklich nur empfehlen, dass ihr hierher kommt und auch Urlaub macht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dann verpasst ihr nicht, wenn die nächsten Videos von uns online gehen, und bis zum nächsten Mal.